Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein weiteres Let's Play zu Minecraft Version 1.2.5. Piep! Und nicht irgendwelche billigen Snapshots hier. Egal, über die Snapshots, da will ich mich jetzt gar nicht drüber aufregen. Ich will lieber eher so sagen, Mensch, ich muss mal Musik anmachen, darüber... Moment, ich muss mal hier Playlists und dann alle wiedergeben. So. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ach Quatsch, nein! Raus da! So, die müssen jetzt mal hier rein. Weil ich wollte es hier noch so ein bisschen länger machen und in dieser Aufnahmesession wollte ich mal so... Ja, zwei Sachen schaffen. Ich wollte mir erstmal eine Farm zulegen und auf der anderen Seite wollte ich mir... mein Haus noch verschönern. Ich weiß, es ist schon ultimativ schick und alles und Quatsch, aber ich wollte mir das noch weiter verschönern. So, ich drehe mal gerade ein bisschen das Volumen bei der Musik runter, zumindest beim Headset, das heißt, ihr kriegt das gar nicht mit, aber naja. So, da noch ein bisschen Fenster. Hier kommt ein Fenster rein, ist auch ganz schön. Das ist sogar so ein... Das ist sogar schon so schön, dass es schon wieder Schnieke ist. Und zwar so Schnieke wie eine Schnecke. Ja, so eine heiße Schnecke, die man dann trifft. So. Okay, jetzt muss ich um... Ah, hat sogar funktioniert. Um die Lefackel zu platzieren. Auf der Seite... Ich glaube, die sind wir ein tiefer und das funktioniert hier gar nicht mehr. Mist. Jetzt müssen wir die extra hochbauen, ey. Meine Fresse. Wie weit ist es gekommen? Ach stimmt, in der letzten Aufnahme haben wir da ein Ei hochgeschmissen und ist ein Huhn rausgeploppt. Ach, falsche Leiter. Stimmt. Habe ich ganz vergessen, das Ding. Ja, ist schon eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen ist schon, ist nicht ins Langzeitgedächtnis gewandert, das Ding hier. Mensch, das war ganz lustig. So, oh, bewölkter Himmel. Ja, und wir draußen hier haben schön, also ich bin mir zumindest, hab schönes Wetter. Ich lag vorhin noch 2 Stunden lang draußen in der Sonne. Das war wirklich richtig, richtig entspannt, das glaubt ihr gar nicht. Da kann man dann mal so ein bisschen über die Alltagssorgen bisschen ruhen lassen. Einfach so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ist schön. So. So, passt das? Ja. Mensch, muss ja passen, ne? 6 Stück davon und den Rest machen wir jetzt einfach nur noch Zäune. So, dahin noch. Da noch, davon die Hälfte noch. Peng. Und peng. Und peng. Und bam, 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 bam. So noch. Mensch. Hier. Die ganze Zeit einfach klicken. So. Ach, ich habe vergessen, wieder bei Fraps einzustellen, dass die Maus auch angezeigt wird. Das heißt, ihr seht die Maus immer noch nicht. Oh. So. Ich glaube, ich habe ein paar zu viel Zäune gemacht, oder? Keine Ahnung. Kommt auf einen Versuch an. So, hier so lang ein bisschen, dann hier so lang. Moment, hier vorne muss auch noch ein Eingang rein. Hier kommt der Anfangsteil. Heute sind die Versprecher mal wieder vielzählig, Mensch. Ist sonst natürlich nie so. So. Das Ding muss weg. Dann sieht das scheiße aus. So, da dann. Immer weiter und weiter. Bis in die Unendlichkeit. Wer hat das nochmal gesagt? Buzz Lightyear oder irgendwie so? Dieser eine Superheld? Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Ist mir alles scheißegal hier, ey. Ganze Leben ist mir scheißegal hier, ey. Sure, Junge. So, hier noch ein bisschen
das hinsetzen, dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und tralala und trilalo. Ist auch sehr interessant, einem zuzuhören, die ganze Zeit nur hier ein bisschen und da ein bisschen sagt. Ist bestimmt voll interessant, mir zuzuhören. Alle ausrotten! Ich meine, Allah ausrotten. Ich meine, okay, da komme ich jetzt nicht mehr raus. So. Ich muss mal hier ein bisschen früher schon die Kurve ziehen. Weil ich will, dass hier alles, dass es so ein bisschen, ja, natürlicher aussieht. Soll nicht alles so ein Chemieprodukt sein der modernen Welt. Ein Chemieprodukt vielleicht eher weniger, aber you get the meaning. Moment, warte. Da noch ein Stück Holz. Zack. Und hier noch ein Stück Holz. Juhu. So. Ja, und was ich natürlich vergessen habe, ist auch die, also neben dem Maus einblenden habe ich auch noch vergessen, mir einen Wecker neben dem Bildschirm zu stellen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal random lange auf. Oh, ist ja scheiße. Mag ich gar nicht. Ja, das Problem ist aber auch, mir fällt gerade ein, dass mein Wecker ja auch kaputt ist. Und scheiße, er ist kaputt gegangen. So. Uns gehen unsere Zaunvorräte zu Neige. Verdammt. Dabei haben wir doch so viel gehabt, ey. Alter. Wie viele Zäune braucht man denn? Hier oben noch was drin, was Holztechnisches. Ja, ein Stück Holz. Super. Kann ich mir auch nichts von backen. So, da habe ich... Da habe ich gesucht und das habe ich gefunden. Und damit meine ich den Sand. So. Also Sand brauchen wir, damit wir hier gleich ein bisschen Fenster reinmachen können, ne? Und Fenstervorhänge und ach, was ist denn alles noch? Ich guck mal gerade, ob ich hier noch dann irgendwo was habe. Ich habe nur hier was drin, okay. Wir haben ja noch gar nicht so großartig Reichtümer, wie ich das gedacht hätte. So. Gerade einmal überlegen. Ja, da muss ich wohl Bäume fällen. Moment, ich mache mir lieber noch eine zweite Axt. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, weil die eine schon fast kaputt ist. Wieso habe ich denn zwei Scheren? Also ich meine, zwei Äxte ist ja vielleicht noch plausibel, weil die hier fast kaputt ist, ne? Aber zwei Scheren, die auch noch voll sind? Mysteriös. Am Kindkratz. Hühner. Blub, 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 ey, blub. Okay, das ist ja recht strange, dass die einfach so wegploppen. Das andere Huhn auch. Forever alone. So. Hallo, ihr Bäume, zeigt euch. Moment, warte, ich wechsle jetzt schon mal die Axt. Weil dann kann ich die nachher reparieren und glücklich sein. Und ja, reparieren bringt es durchaus. Das habe ich eine lange Zeit auch nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, ja, einfach nur die beiden, ich sag jetzt mal, Verbrauchsbalken werden einfach addiert. Und dann, ja, kann man ja auch zwei einzeln nehmen und die kaputt machen. Und das hat aber verschiedene Vorteile, aber auch Nachteile. Ein Vorteil ist zum Beispiel, dass man dadurch zum Beispiel weniger Platz im Inventar verbraucht. Ein weiterer Vorteil ist, dass dadurch 10% der Gesamtleistung einfach noch dazu addiert werden zur fertigen Axt, die da rauskommt. Aber die Nachteile sind eben, dass man darauf achten muss, dass man das auch zum passenden Zeitpunkt macht, das zusammenzubauen, wieder zu reparieren. Und der zweite Nachteil ist, dass man die Verzauberung wegkriegt, genau. Und das alles nur, damit ihr es wisst, habe ich das gesagt. Naja, jetzt habt ihr wieder drei
IQ-Punkte verloren wegen mir. Immerhin nur 3 IQ-Punkte. Seid doch mal glücklich. Stellt euch vor, ihr hättet nur 3 IQ-Punkte. wo liegt dann die Kuh? Weil meine IQ liegt bei 3. Das war jetzt nicht gegenüber... Ja... Eine Anklage gegenüber Leute, die so sprechen, dass die alle dumm sind. Das darf man nicht verallgemeinern. Die sprechen mich auch die ganze Zeit so, ey. Tja. Ich extra nur im Let's Play achte darauf, ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Tja, Junge. Hey, ich geh mal zurück zum Haus. Hey, hey, scheiß Spinne, hey, komm her. Ja, mach dich fertig, Junge. Machst du mich an, mach ich dich aus. So wie Mickey Mouse. Oh, ist das laut. Laut, die laut, die laut. Also ich meine die Musik. Und auch so überaus passend. Das ist, glaube ich, wieder die spanische Königshofmusik, oder? Kann sein. Oh. Ach, die Monster, die ignorieren wir einfach mal. Die sind schon so müde und geschafft vom Tag. Von den ganzen vielen Holzen und deswegen müssen wir mal eine Runde pennen. So. Zack, zack. Ja, sieht schon deutlich Beta aus. Die Beta von Diablo ist zu Ende. Oder auch nicht. Alter, wie viele Viecher hier brennen, ey. Boah, ist hier eine Apokalypse. Bam, auf die Fresse. Also auf dem Berg muss ich gleich auf jeden Fall vorbei gucken und mir da ein paar Objekte snappen. Oder snacken. Oder wie auch immer. Weil snacken ja von dem englischen to snack kommt und heißt essen oder so. Keine Ahnung. Creeper! Schwinde. Komm! Weg! Gar keine Diskussion hier. So. Hören wir mal hier an auf dem Berg. Alter, das war wirklich viel. Da ein bisschen was. Da sieht man mal, wie es sich lohnt zu schlafen. So, da noch ein bisschen was. Ach, hier ist auch noch was. Mensch. Ach, hier auch noch. Kann ich ja bald gar nicht alles mehr aufsammeln. Alter, 8 Knochen und 11 Bögen. Pfeile. Das hat sich in der Tat gelohnt. So. Ach, ich kann ja erstmal mein Holz vercraften, um ein bisschen den Zaun noch zu Ende zu machen. Ich muss gerade nachzählen, wie viel Zäune ich noch brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Okay. So, machen wir jetzt noch 22 Zäune. Das ist ja fix gemacht. So, so. Schon mal 14. 18. Oh. So. Bam. In your face. 21. 21. 21. 21 kannst du entdecken und dann kannst du mal meinen Pipi abschlecker. Schlecker. Kennt ihr nicht? Die Supermarktkette? Ich wollte auf nichts Sexuelles hinaus. So. Oh, jetzt bin ich vom Zaun gefallen. Entweder man fällt vom Glauben ab oder eben halt vom Zaun. So. Wir können jetzt auch mal gerade unser Glas noch reinsetzen. Bam. Ach, nee. Wir machen ja aus Glasscheiben. Das ist einfach viel, viel schöner und eloquenter und so. Auch wenn eloquent halt damit gar nichts zu tun hat, aber naja, man darf es ja wohl mal erwähnen. Und da, da, da. Was? Ach, das... Oh, ich will hier hoch stehen bleiben. Das connectet sich nicht mit diesen Treppen. Das ist jetzt doof. Dann muss ich ja Glasblöcke nehmen. Oh. Ja, super. Na gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen so
Sandfarmen. Kann ich auch aus Sandstein Sand machen irgendwie? Also ich weiß, dass man aus Sand Sandstein machen kann, aber aus Sandstein Sand? Ja. Anscheinend nicht. Wieso nur? Wieso?